Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind, so zahlreich wie es geht. Mein Name ist Julia Peters, das ist meine Kollegin Jutta Veit. Wir sind der Verleih von diesem Film, den Sie gleich sehen werden. Ja. Wir möchten Sie nachher einladen nach dem Film zu einem Filmgespräch. Wir sind sehr froh und glücklich, dass wir die Regisseurin, die Julia Lokschina, dabei haben. Hallo Julia, sie steht da hinten. Dann ist Isabelle Bertolone dabei, die Produzentin. Hallo. Genau, und als weiteren Gast haben wir den Kameramann dabei, den Zeno, mit der Kappe gut zu erkennen. Ja, dann. Dieser Abend, das müssen wir jetzt mit Freude verkünden, wurde mit der Unterstützung von der Böll-Stiftung, von dem Kulturamt der Stadt Frankfurt, WIFT, Women in Film International und AG DOC Hessen finanziert. Genau. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Hessen Film und Medien, die den Verleih des Films gestützt und gefördert hat. Wir starten heute in, ich glaube, 20 Kinos deutschlandweit. Wir haben parallel in Berlin in einem Kino auch ein Filmgespräch mit der Editorin der Urte Alfs. Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen erstmal eine schöne Projektion. Also ich selbst bin Vegetarierin seit vielen, vielen Jahren und das hat mich irgendwie angesprochen, auch im Hinblick auf ein Publikum, was man vielleicht erreichen möchte, dass man da nochmal eine andere Aufmerksamkeit vielleicht erregen kann, um auf dieses ganze Thema aufmerksam zu machen. Und die Finanzierung, es war halt irgendwie klar, okay, es ist ein Abschlussfilm, da hat man ein kleines Budget sowieso von der Hochschule aus und wir wollten das eben noch ein bisschen aufstocken und haben dann noch die Bayerische Filmförderung beantragt und zum Glück auch bekommen. Und nur so konnten wir auch diesen Film in dieser Form realisieren. Ansonsten wäre es wahrscheinlich nur ein Kurzfilm geworden. Ja. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, bei den Menschenaufnahmen wollte ich die ganze Zeit immer so zurückrutschen. Weil ich gesagt habe, kann ich bitte mal ein bisschen zurückgehen? Wie habt ihr das euch überlegt vorher oder ist das entstanden, die Bildsprache des Films? Okay, ich kriege hier die technische Konstruktion, ich versuche es mal. Also dadurch, dass ja viele von den Protagonisten, also wir kannten sehr viele nicht, und man hat erst irgendwie ein bisschen Zeit gebraucht, sich irgendwie, dass man sie kennenlernt, dass sie uns kennenlernen und hat sich dann peu à peu rangetastet. Wir hatten ein relativ kleines Equipment und so hat man dann irgendwann geschafft, eigentlich so eine Nähe zu bekommen zu den Menschen. Und bei den einen geht es leichter, bei den anderen ist es schwieriger, je nachdem, wie die sich einfach wohlfühlen mit uns. Und was heißt diese Nähe, die ihr insbesondere genutzt, also eigentlich nur genutzt habt, wenn es um Interviews geht oder wenn ihr nah an Menschen dran wart, die habt ihr euch schon vorher überlegt? Naja, es war klar, dass die, also einfach Gesichter von Menschen und die Art, wie sie über etwas sprechen, einfach eine große Rolle spielen wird. Und es war dann der Versuch, das zu fokussieren und auch über diesen Fokus auf die einzelnen Leute und auf ihre Gesichter und auf die, also manchmal auch auf die Körper, also auch durch diese Kadrage von 4:3, dass der Raum etwas weniger Fokus bekommt, aber dafür eben der Körper in diesem Rahmen ist es ja ein Versuch, dem einen höheren Stellenwert zu geben und auch ein bisschen diese Geschichten irgendwie zusammenzuziehen, dass man nicht sich ständig fragt, wo bin ich denn jetzt und welcher Raum ist das, sondern mit wem bin ich jetzt, und dass man versucht, diesen Menschen, die ja eben ja manchmal für unsichtbar erklärt werden, doch ein Stück näher zu kommen. Aber das ist, genau wie Zeno gesagt hat, das ist auch etwas, was entstanden ist aus der Arbeit, wenn man sich manchmal ja diese Orte und die Menschen und wie es denen geht, ja vorstellt, ganz anders, bevor man sie kennenlernt und trifft, und dann muss man aber trotzdem aus der Situation heraus Dinge entwickeln. Das ist etwas, was auch einfach aus dem, diese Bildsprache, die aus dem Prozess entstanden ist, und auch diese entschleunigten Blicke von dem Slow Motion, das hat sich einfach im Laufe des Arbeitsprozesses ergeben.
Sie dürfen jetzt so gerne langsam einsteigen, da dort ist die erste Frage. Ja, das die 4:3-Kadrage, genau. Das hat sich relativ schnell, haben wir das als interessantes und sinnvolles Format für uns entdeckt, weil, also wir haben mit der Theatergruppe angefangen zu drehen, das war der erste Strang. Und es war klar, dass es sind sehr, sehr viele Jugendliche und die sind alle in diesem Keller und der Keller ist jetzt wirklich nicht der alle attraktivste Ort. Man wird sie auch nicht alle einzeln, also nicht auf ihre Biografien eingehen können, man wird die nicht alle kennenlernen, aber die werden Texte sprechen und vielleicht irritierende Texte und schwierige Passagen, die sie nicht verstehen und man muss irgendwie diese Gesichter irgendwie nach, dem irgendwie den Raum geben, dass man das Wundern und das Ringen irgendwie sehen kann. Und aus dieser Vorstellung von dem Theaterdreh ist dann eben diese 4:3-Kadrage entstanden und die fanden wir dann auch, ja, auch für den anderen, also für den gesamten Film dann gut, diese Beengung, die dadurch auch irgendwie entsteht, also auch bei den Schweinen oder bei den anderen Bildern. Zeno, willst du noch dazu was sagen? Ist ja dein Metier. Nee, ich muss es anfassen. Ja, okay, ach so. Also wie Julia schon gesagt hat, dieses 4:3, eben weil wir da schon viel drüber gesprochen haben, es nimmt einfach was vom Raum weg und fokussiert sich viel mehr auf die Menschen ist, glaube ich, also ist total gut aufgegangen, hat sich aber auch im Laufe der Arbeit irgendwie entwickelt so. Also genauso wie die Orte und dann irgendwie das Ganze im Schnitt natürlich auch nochmal sich irgendwie dann zusammengefügt hat. So. Also der Prozess ist da, glaube ich, ganz wichtig zu zeigen. Eine weitere Frage von Ihnen? Standen die Aufnahmen mit der Schulklasse vor den Aufnahmen bei Tönnies später in Reda-Wiedenbrück? In der Reihenfolge und wie sind Sie auf Reda-Wiedenbrück gekommen? Ja, also die Reihenfolge hat sich einfach von der Organisation der Drehplanung ergeben. Also wir hätten es gerne auch andersrum gemacht, aber es war klar, die ersten Recherchen waren im Sommer, die Recherchefahrten. Und dann hat sich auch sehr schnell diese Struktur ergeben, diese Idee der Kombination mit der Schulklasse und dass man versucht, diesen Blick weg von den Betrieben, also nicht so stark ins Innere der Betriebe zu blicken und da auch gar nicht sich reinzukämpfen, weil es so schwierig ist, sondern den Blick irgendwie auf sich selber auch ein bisschen zu richten, also irgendwie in gesellschaftliche Bereiche, die jetzt gar nicht so stark betroffen sind oder vermeintlich nicht so stark betroffen sind von diesen Problemen. Und genau, dieser Strang hat sich dann, ist entstanden. Und es war klar, wir müssen dann schnell mit einer Schule uns finden, weil dann das Schuljahr losgeht und sonst ist es einfach vorbei und dann muss man ein Jahr warten. Und dann haben wir eben mit der Schulklasse begonnen und haben gedreht in der Hoffnung, dass eben diese Berührungspunkte zwischen dem Stück und den Überlegungen der Schülerinnen und auch dem, was wir dann später in Reda-Wiedenbrück und Umgebung drehen können, dass es dann aufgeht. Aber wir kannten natürlich das Stück und da gibt es einfach sehr, sehr viele Parallelen. Also es wäre fast unmöglich gewesen, dass es dann nicht zusammenkommt, aber man weiß natürlich nie. Weil einfach die Welt der Leiharbeiterin, Werkvertragsarbeiterin so eine unsichere ist und man kann da so schwer planen. Aber genau, das ist auf jeden Fall zuerst entstanden und ja, und Reda-Wiedenbrück ist einfach, jetzt würde man sagen, ein Hotspot. Also es ist einfach, da ist dieser riesige Betrieb, das Tönnies Hauptwerk und da ist einfach einiges los und da ist aber auch einiges los an lokalem Widerstand. Also eben Inge Bultschnieder und die IG-Werkverträge, Inge, die man hier in dem Film sieht und da passiert einfach was. Da ist viel Bewegung in der Region. Es war klar, dass wir dann dahin gehen. Bitte schön.
Ich muss jetzt gleich gehen und ich wollte Ihnen nur noch eines sagen. Sie haben einen sehr, sehr guten Film, der sehr subtil und null plakativ ist, gedreht. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Das haben Sie total toll gemacht. Wirklich. Also ich muss jetzt weiter gehen. Mein Zug fährt. Vielen herzlichen Dank. Danke. Von denen, die noch hier bleiben können, vielleicht eine weitere Frage, sonst frage ich. Die Arbeiter und Arbeiterinnen, die du im Film zeigst, die sind ja oft alle sehr, wirken sehr einzeln. Gibt es auch Solidarität unter den Arbeiterinnen? Ja, das ist eine schwierige Frage, die auch natürlich die Gewerkschaften umtreibt und auch also ganz viele Leute, die in diesem Bereich arbeiten. Und es ist schwer für eine große Gruppe von Menschen zu sprechen, aber natürlich, also die Leute haben sehr individuelle Schicksale und sie kommen einzeln hierher und dann müssen sie mit dieser sehr, sehr harten Realität klarkommen. Und die arbeiten wahnsinnig viel und die Belastung ist sehr, sehr hoch. Und was wir oft gehört haben, dass diese Probleme eben oft sehr als was ganz Persönliches, als was sehr Individuelles erleben und da gar nicht eben diese Struktur dahinter sehen können, weil man auch, also man hat da keine Zeit, um im Plenum sich irgendwie zusammenzuschließen und zu überlegen, hey, ich habe dieses Problem, du hast auch das gleiche Problem und der hat auch das gleiche Problem, was können wir da gemeinsam tun? Weil man ja auch tendenziell eigentlich gar nicht vorhat, so lange in diesen Strukturen drin zu hängen. Und dass ja auch manche als irgendwie Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sehen und und das gar nicht planbar ist. Und man spricht die Sprache nicht. Es ist komplett abwegig, dann zu sagen, ich gehe zu einer Gewerkschaft und werde da irgendwie Mitglied und suche mir da Hilfe, weil man ja also einfach mit ganz, ganz anderen existenziellen Dingen beschäftigt ist und entweder keine Zeit hat oder eben eigentlich da sowieso nur weg will. Trotzdem interessieren, ob es euch möglich gewesen wäre, in dieses Werk zu kommen oder ob das sowieso no way ist. Also wir haben zum Beispiel als wir angefangen haben mit der Schulklasse zu drehen, habe ich angefangen ganz konkret bei Schlachthöfen, jetzt nicht speziell bei Tönnies, aber auch im bayerischen Raum nachzufragen, ob es möglich ist. Also ich habe erzählt, es gibt diese Schulklasse, die machen das Stück und wir sind machen einen Abschlussfilm, der diese Theaterklasse begleitet. Können Sie das Werk besichtigen und wir würden gerne mitkommen und die Klasse begleiten. Also und auch das war also überhaupt nicht möglich. Also es hieß sofort Hygieneauflagen, das ist gar nicht möglich, dass da Kamera-Equipment und wir da irgendwie reinkommen. Und wenn wir da irgendwas drehen wollen, weil ich habe jetzt nicht gesagt, wir wollen gerne gucken, wie es den Arbeiterinnen bei Ihnen geht, wir begleiten die Schulklasse. Dann hieß es, wir sollen uns da einen Teil von dem Werk mieten und dann würden die das wie so simulieren und so. Also das würde gehen, also wenn es so stillgelegt ist. Also das war, das da hatte niemand Interesse. Und und vielleicht, wenn man unter ganz, ganz strengen Auflagen und da hätte man so einen ganz koordinierten, choreografierten Dreh gehabt und ein Teil von Werk, der ganz aufgeräumt und blitzeblank gewesen wäre, aber ich wüsste jetzt nicht, was es im Film noch gegeben hätte. So, ich glaube, dass das, was uns jetzt auch interessiert hat, nämlich die Beziehung auch zwischen den Leuten und auch der Druck und eben, was Julia vorhin angesprochen hat, diese Frage nach der Solidarität und wie entsteht so eine Dynamik, wenn Menschen, die in der gleichen sehr, sehr extremen Lage sind, sich auch gegenseitig gar nicht helfen können, sondern anfangen, sich so wegzudrücken. Das hätte man nicht in dieser Knappheit filmen können. Das wäre nicht möglich gewesen. Deswegen haben wir auch davon Abstand genommen und gesagt, wir bleiben einfach draußen und richten unseren Blick an die Orte, die ja eigentlich da vor uns liegen und sichtbar sind und einsehbar sind, aber an denen man vielleicht auch einfach manchmal vorbeiguckt.
Hattet ihr... Nö, Sie können gerne eine Frage stellen. Ich hätte gerne gewusst, inwieweit die Dreharbeiten Sie persönlich verändert haben. Ja, also, ob mich das jetzt, das richtet sich wahrscheinlich auch sowieso an alle, aber ich habe jetzt begonnen, ob das mich persönlich verändert hat, also es war auf jeden Fall ein stark reflexiver Prozess. Also ich weiß nicht, inwiefern jetzt eine Veränderung, aber ich habe natürlich sehr viel darüber nachgedacht, was man da für Bilder von für Bilder entwirft. So, weil ja Dokumentarfilm ja eben da nicht rauskommt, dass man da ein Bild von dem anderen zeichnet und diese Leute, diese Arbeitsmigrantinnen, die da in dem Film vorkommen und da für ein größeres Bild stehen sollen, das ist natürlich irgendwie mit auch sehr vielen ethischen Fragen einfach verbunden. So, was mutet man diesen Leuten zu und mit welchem Ziel und mit welcher Absicht und was haben die dann davon und erfahren die eine Retraumatisierung dadurch, dass sie da einfach etwas wiedererleben oder wiedererzählen und so und inwiefern ja, begünstigt ein Film möglicherweise eine Schaulust so und dann diese also an zum Beispiel an so ganz schlimmen Dingen, die man dann vielleicht sehen will oder nicht sehen will und so. Und das war einfach, ja, das waren, glaube ich, also für mich auf jeden Fall sehr wichtige Prozesse, darüber nachzudenken und auch diese Entscheidung, Dinge nicht zu zeigen und dass es nicht einfach nur ein Kunstgriff ist, sondern dass es einfach eine ganz, ganz große erzählerische Rolle spielt, um da diese Situation nachzuvollziehen. Dass es, glaube ich, wichtiger ist, diese Münchner Schüler und Schülerinnen zu sehen, als die verschimmelten Betten. In diesem Fall, glaube ich, dass es wichtiger ist, dieses Unvermögen zu sehen, darüber klar zu werden, als jetzt ja eben das Fließband oder den Schimmel in den Unterkünften. Ich weiß nicht, ob wir was hinzufügen wollen. So? Ja. Also was ich auch noch irgendwie sehr spannend fand, ist dadurch, dass man dass man irgendwie so viel Zeit mit den Leuten verbracht hat. Also mir war es schon bewusst, dass es diese ganze Leiharbeit gibt, aber man wird schon, also man hat ein anderes Auge drauf, wenn man jetzt so normal lebt, sage ich mal. Und dadurch, dass man so viel Zeit mit denen verbracht hat, kommt man da auch irgendwie viel mehr rein, was irgendwie die Essenz hinter dem Ganzen ist und dass es eben nicht so einfach ist. Also das ist auch so ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. So. Also auf der einen Seite geht es einem schlecht und man will drüber sprechen, weiß aber auch, dass einfach sehr viel auf dem Spiel steht so und kommt da irgendwie nicht richtig raus. So. Und das gibt es ja in allen möglichen Bereichen. Das ist ja nur jetzt irgendwie ein Teil gewesen, sozusagen ein Kontext der Leiharbeit. Und den sieht man, finde ich, dann schon, oder man achtet mehr drauf in anderen Bereichen. So. Mich würde noch interessieren, inwieweit die Klasse dann realisiert hat, wie nah ihr Stück an der Realität ist und sozusagen, dass dieses Stück, was Brecht ja irgendwie vor bis bald 100 Jahren geschrieben hat, wie weit das doch immer noch existent ist, ob die das irgendwie so realisiert haben und dann irgendwie das Theaterstück einen ganz anderen Background für die auch gegeben hat. Und noch eine zweite Frage. Kamen die Schülerinnen und der Lehrer, wollten die dieses Stück so oder so aufführen oder sind die sozusagen dann durch euren Film irgendwie dazu gebracht worden? Ja, ich fange mit der zweiten Frage an. Also es war schon eine Idee, dass man so einen Film machen könnte und ich bin dann mit dieser Idee, habe ich angefangen nach Schulen und Lehrern zu suchen, Lehrerinnen, und zu gucken, was gibt es da für Menschen im Münchner Umkreis, das spielt ja in München, an der Münchner Schule, im Gymnasium,
und zu gucken, wer macht da politisches Schultheater, wer könnte da irgendwie Interesse haben. Und alle Lehrer, mit denen ich gesprochen hatte, die mir empfohlen wurden oder die ich gefunden habe, fanden das irgendwie sofort ein überzeugendes Konzept. Also die haben sofort gesagt, wir haben da Lust drauf, also einzeln. Es gab einen, der ein ganz anderes Stück eigentlich machen wollte und der sofort das fallen lassen wollte und gesagt hat, dass er würde das machen, weil ihn das irgendwie auch sehr reizt, diese Gegenüberstellung. Und genau, der es jetzt geworden ist, der Alexander Klessinger, hat gesagt im ersten Gespräch, dass er tatsächlich zufälligerweise auch in diesem Sommer die Heilige Johanna gelesen hat und auch darüber nachgedacht, die zu inszenieren. Also ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht, also ja, ich glaube, das hat sehr gut gepasst, da kam viel zusammen, aber ich habe das einfach als großen Enthusiasmus seinerseits eingestuft und ich glaube, das ist letztlich auch egal, weil also am Ende, er hat es den Schülern vorgeschlagen, also ich glaube, es ist relativ egal, woher jetzt so der erste Initialstart kommt. Am Ende sind natürlich einfach diese Schülerinnen konfrontiert mit dem Text und müssen sich dazu verhalten und sie haben also auf jeden Fall das auch angenommen und nicht protestiert, aber das war natürlich, also der Protest, das war ja auch länger Thema dann noch auch bei dem Stück und bei den Dreharbeiten. Ja, und zu der anderen Frage, wolltest du was sagen, Isabel? Ich dachte, ich habe Bewegung vernommen. Ob sie das verstanden haben oder wie nah das ist an der Realität. Ich glaube schon, das ist ja unübersehbar. Also ich meine, auch in dem Film, man hört die ganz zu Anfang diese Geschichte von dem tödlichen Unfall, von dem polnischen Mann, der verunglückt. Und dann, und es gibt eine Stelle in dem Stück, die eben unmittelbar was ganz Ähnliches beschreibt und auch die ganzen Konsequenzen. Also wenn ein Mann sich selbst auch verarbeitet an der Maschine. Und dann muss man das irgendwie vertuschen. Da also geht es dann irgendwie ein Stück weiter und die Frau soll den Mann nicht suchen und nicht beklagen und wird dann quasi da rausgekauft. Also wird für ihr Schweigen bezahlt. Ich glaube schon, dass sie es gesehen haben, aber es ist einfach dennoch wahnsinnig schwierig. Also man sieht, die müssen kichern, die müssen lachen und es ist ja auch sehr, glaube ich, sehr, sehr verständlich und irgendwie sehr normal, weil das einfach so extrem ist. Und ich glaube, die waren auch nicht vorbereitet, wie extrem nah das aneinander ist. Ja, und sie befanden sich ja im ganz normalen Schulalltag. Also das war auch keine Theater-AG, das war eine Pflicht, ein Pflichtkurs, Wahlpflicht. Und ich hatte jedenfalls den Eindruck, als wir den Schülerinnen oder ehemaligen Schülerinnen den Film gezeigt haben, dass sie dann erst so richtig verstanden haben, was Julia für eine Idee hatte, weil sie halt vorher so zugetextet wurden aus so unterschiedlichen Bereichen mit all den Schulfächern, die man parallel hat. Da muss sich so viel Wissen anhäufen in kürzester Zeit und man hat irgendwie gar nicht so die Möglichkeit innezuhalten und zu schauen, was mache ich da eigentlich gerade. Also sie haben sehr reif auf den Film reagiert und haben gesagt, Mensch, so habe ich das in dem Moment vielleicht gar nicht unbedingt gesehen. Ja, es gibt diese eine Szene, wo quasi ja das Ende schon ein bisschen vorgeshadowt wird mit der schwangeren Frau, die in der Garage gebären musste. Gab es da ein Gespräch mit den Schülern oder war das einfach nur ein glücklicher Zufall, dass das so zusammengepasst hat, gerade auch wenn die Dreharbeiten mit den Schülern vorher stattgefunden haben? Oder, ja, würde mich mal interessieren. Ja, also die... Der Lehrer hat, also es war klar, dass er dieses Stück nicht nur historisch inszenieren wird, sondern dass er das in den aktuellen Kontext einbetten wird. Und die Geschichte von dieser Frau, von Michaela, war auch vorher in der Presse. Also es gab einen riesigen Bericht in der Zeit, aber auch in unterschiedlichsten Lokalzeitungen. Der Fall wurde geschildert und genau, also die Informationen, hat existiert und das war einer eben von den Fällen, die er mit den Schülern, die der Lehrer mit den Schülern besprochen hat. Und um eben genau diese Brücke zu bauen zu der heutigen Zeit und da irgendwie so ein Verständnis irgendwie dafür zu generieren. Und
für uns, also wir wussten, dass es die Michaela gibt und dass Inge Bultschnieder mit ihr in einem engen Kontakt steht und sich um die Frau kümmert. Und ich wusste, dass ich sie kennenlernen werde, aber es war bis zum Schluss nicht absehbar, ob wir einen Weg finden, um mit ihr zu drehen und ob das für sie möglich und irgendwie tragbar sein wird, ob sie das emotional hinbekommt und sich uns irgendwie zuwenden kann. Das war bis zum Schluss nicht klar. Also das war, ich glaube, es ist gut, dass sich in ihr dann diese zwei Welten dann doch irgendwie berühren. Aber, und wir haben auch ein bisschen darauf gehofft, aber genau, und es ist dann ja auch zum Glück so gekommen, aber man konnte da nicht fest von ausgehen. Ja, ich wollte mich auch nochmal ganz doll bei euch bedanken für den Film. Ich habe in der Familie zum Beispiel auch viele Menschen, die aus Polen hierher kommen und zum Glück nicht in der Schlachtung, sondern nur beim Gemüse mithelfen, aber da ist es auch schon nicht so viel besser. Und ich weiß noch, dass ich mich im April total aufgeregt habe, weil alle meinten, oh, jetzt fehlen die ganzen Erntehelfer und schaffen das unsere Schülerinnen und Schüler. Und ich dachte, hallo, wisst ihr eigentlich, das ist so gegeben, dass, also wir akzeptieren total, dass Menschen da unter total schlimmen Bedingungen arbeiten. Und ich weiß noch, wie unsichtbar das eben war. Deswegen wollte ich euch zum einen wirklich danken für den Film und zum anderen wollte ich dann aber doch nochmal fragen, weil der erste One-Shot schon direkt sehr beklemmt war, wie ihr denn dann doch die Bilder von den Schweinen bekommen habt. Ja, danke. Das war einfach außerhalb der großen Fleischwerke. Das war ein anderer Betrieb und das war aber auch schon, schon ein kleiner Aufwand, da einen Betrieb zu finden, der die Tiere zur Verfügung stellt, weil wir hatten das Gefühl, es ist wichtig, dass Tiere kommen ja insgesamt schon auch relativ viel vor, also aber auch Haustiere, nicht nur Nutztiere. Und wir hatten das Gefühl, es ist wichtig, dass es einmal irgendwie zu sehen ist, selbst wenn wir dann nicht in die Schlachtung gehen. Und einfach als Bild oder als Sinnbild. Und damit sind wir auf einige Bauern zugegangen und die haben immer die Angst gehabt, die wollen da irgendwas aufdecken bei denen. Also irgendeinen Missstand, der bei diesem Hof gerade passiert. Und ja, und dann haben wir irgendwann diesen einen Hof gefunden, die haben gesagt, gar kein Problem, filmt unsere Schweine, solange wie ihr wollt. Wollt ihr noch Ochsen? Die haben wir auch. Und Schafe. Ja, die sagten, nee, Schafe. Also auch süß, aber wir haben dann nur die Schweine gefilmt. Aber genau. Aber das ist nachempfunden, die Gestaltung von diesem ersten Bild, dass die Schweine im grünen Licht stehen und dass sie quasi Musik hören, ist nachempfunden von der Schlachtung, der Haltung eben zum Beispiel bei Tönnies, aber auch bei anderen Werken, weil die Empfehlung bekommen haben, dass grünes Licht und Panflöte für die Schweine beruhigend wirkt vor der Schlachtung und dann kriegen die so ein paar Hits immer in Panflöte, in Schleife. Ja, für die letzten Minuten. Ich habe mich gefragt, gibt es auch Deutsche, die dort arbeiten, oder sind das alle, also die, und sind die Deutschen, die dort arbeiten, wenn sie dort arbeiten, sind die Leiharbeiter oder haben die andere Verträge? Ich habe jetzt keine Statistik dazu parat. Es gibt natürlich Deutsche, aber man hat mehrheitlich auf Werkverträge und auch ausländische Arbeiterinnen umgestellt und die deutschen Stammbelegschaften immer weiter abgebaut. Wir hatten jetzt nicht so viel Kontakt zu Deutschen, aber was mir auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr überraschend war, als ich ganz am Anfang diesen Fall recherchiert habe von eben dem tödlichen Unfall, der ganz am Anfang kommt, von dem Stanislav, und habe versucht, Gesprächspartnerinnen zu finden. Und das war eigentlich die Idee, dass dieser Fall sich vielleicht durch den Film ziehen wird und dass das so ein Hauptmotiv werden könnte. Und da wollte natürlich von den polnischen Arbeiterinnen sowieso niemand darüber sprechen, weil alle Angst hatten, da aufzufallen und etwas Falsches zu sagen und dann Konsequenzen zu haben. Und dann bin ich aber an einen Deutschen geraten. Ich bin da so vor dem Werkstor quasi gestanden und habe Leute abgepasst.
Und dieser deutsche Mann wollte auch partout auf gar keinen Fall nirgendwo mit mir reden, nicht vor dem Werkstor, nicht woanders, nicht verabredet, mir nicht die Nummer geben, gar nichts. Und hat auch gesagt, also alle wissen davon und natürlich wissen alle, dass dieser Unfall passiert ist und man kannte auch den Mann. Niemand wird mit ihnen reden, auch ich nicht, vergessen Sie es. Was für eine Angst, die da herrscht. Unglaublich. Und durch Corona hat das ja jetzt auf einmal eine Aufmerksamkeit schon im Frühjahr, Sommer bekommen, die es vorher ab und zu mal auch hatte, aber so doll noch nicht. Hast du das Gefühl, da ist irgendwas passiert dadurch, durch diese Aufmerksamkeit? Ja, also es also je nachdem, was man als passiert wahrscheinlich einstuft, es ist natürlich sehr viel präsenter geworden und die Leute haben viel gehört und viel gesehen, aber inwiefern sich jetzt die Lage tatsächlich ändert, also es gibt dieses Gesetz, das verabschiedet werden soll, das diesen Einsatz, massiven Einsatz von Werkverträgen verbieten soll. Ja, und ich glaube, jetzt ganz unmittelbar natürlich arbeiten die Leute erstmal weiter, so wie sie gearbeitet haben. Die sind auch genauso untergebracht. Die kriegen jetzt nicht plötzlich alle irgendwelche Drei-Zimmer-Wohnungen. Aber ja, und das ist die Frage, wenn diese Unternehmen so stark auf diese Drückung der Lohnkosten gebaut haben und das einfach so ein essentieller Bestandteil der Produktion ist, ob jetzt der Verbot von Werkverträgen alleine die Situation irgendwie wenden kann, das würde ich jetzt bezweifeln. Und ich glaube, es ist eben die Frage, inwiefern man das ja auch irgendwie, also was da gesellschaftlich auch gewünscht ist. Also ob man sagt, also was es heißt, wenn man sagt, man will nicht, dass die Leute ausgebeutet werden. Was muss es eigentlich für politische Konsequenzen haben? So, das ist noch eine offene Frage, glaube ich. Möchten Sie noch was fragen? Sonst würde ich jetzt, wollt ihr noch was sagen? Habe ich was vergessen, was ihr unbedingt sagen möchtet? Vermisst ihr was? Also in dem Diskurs über Leiharbeiter in Deutschland soll. Also jetzt ganz unmittelbar kann ich nur sagen, mein jüngerer Bruder hat den Film gesehen in Köln. Und er hat mich dann nochmal angerufen und hat gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum das so runtergespielt wird, was wir für eine Verantwortung haben als Konsumenten. Das muss doch ausreichen, wenn wir irgendwie bessere Kaufentscheidungen treffen. Und ich habe dann nur gesagt, naja, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass wir alle so denken im ganzen Land. Und dann ist es ja eigentlich auch verantwortungslos, das einfach diesen paar Menschen zu überlassen, ob es anderen schlecht geht. Und ich glaube, dass der Film dazu beitragen kann, dass man eben von dieser Überlegung, dass der Mensch als Konsument den einzigen Einfluss hat, dass man da ein bisschen von weggehen kann und sich öffnet für größere Ideen und Gedanken. Wenn du nichts sagen, also ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort. Ja, ja, absolut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, im Mal sehen läuft der morgen für den mindestens bis Sonntag. Und wenn Sie allen Ihren Freunden sagen, dass der Film großartig ist und Sie wollen ihn sehen, dann läuft er noch viel länger. Und deutschlandweit in 20 Kinos starten. Genau. Genau. Ja, genau. Ich habe natürlich nur von Frankfurt geredet. Ja. Klar, wir wohnen hier alle, aber der Film läuft deutschlandweit noch. Und auf unserer Webseite jipfilm.de können Sie finden, wo. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.